Und wir schauen uns jetzt das älteste Unternehmen Obertrumps an, die Trummer Privatbrauerei. In achter Generation braut die Familie Siegel hier an dem Standort schon Bier. Und das Aushängeschild des Unternehmens ist das Trummer Pilz, für das die Trummer Brauerei auch schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen hat. Seit über 520 Jahren wird in Obertrumm am See, inmitten des Salzburger Seenlands, Bier gebraut. Und das so gut, dass die Qualität des Pilzspezialisten laufend durch höchste Auszeichnungen bestätigt wird. Wir brauen grundsätzlich nur mit Naturhopfen, wie man auch schön in unserem Hopfengarten sieht. Wir haben eine offene Gärung, was auch eine Seltenheit heutzutage ist. Und das Ganze tun wir nach dieser Philosophie des Slow Brewings, also das Bier bekommt Zeit, die es braucht, um geschmacklich und geschmacklich zu reifen. Das langsame Brauen macht unter anderem also den typischen und besonderen Geschmack des Trummer Bieres aus. Übrigens ist Slow Brewing seit 2012 zertifiziert und verfügt über ein Gütesiegel, das das härteste Qualitätssiegel für Bier darstellt. Weltweit und nicht unbegründet. Das ist richtig. Ich vergleiche das ganz gern mit einem Sauerteigbrot. Der Sauerteig, der angesetzt wird, der Zeit braucht, sich zu entwickeln, zu gären, zu reifen, macht ein ganz anderes Geschmackserlebnis auch im Brot als ein schnell produziertes Produkt. Und genauso ist es auch beim Bier. Die Zeit, die das Bier in der Gärung und Reifung nimmt und die wir ihr geben, macht es runder, macht es bekömmlicher, verfeinert den Geschmack. Und wenn der Braumeister von Bier spricht, dann ist auch Brauerin Anna Eder gemeint. Ihr Arbeitstag beginnt morgens um 6:30 im Sudhaus, wo einiges zu erledigen ist. Anna schätzt sich glücklich, dass sie die Lehre des Brau- und Getränketechnikers Sternchen Inn absolviert hat. Ich habe die landwirtschaftliche Fachschule abgeschlossen und bin immer schon mehr der handwerkliche Typ gewesen. Und ich habe mir gedacht, ich will eigentlich einmal der Allgemeinheit sagen, dass eine Frau genauso viel machen kann wie ein Mann. Und das ist ein außergewöhnlicher Beruf. Ich habe mir gedacht, ich schmeiß mich jetzt in das Abenteuer und probiere es einfach und mir taugt es voll. Wobei Anna gesteht, dass die Affinität für Bier erst in den Jahren ihrer Lehrzeit entstanden ist. Ich trinke gern Bier, aber eigentlich erst seit ich die Lehre begonnen habe. Davor schon auch öfter mal eins probiert, aber mir hat es nie so geschmeckt. Also erst mit dem Beruf hat sich das dann entwickelt und seither trinke ich liebend gern Bier. Und da hat es der Brauerin eine Sorte besonders angetan. Eine ungefilterte, naturtrübe Spezialität mit feinen Hefepartikeln sowie Mineralstoffen und Vitaminen. Ich bin einfach ein totaler Fan vom Zwickelbier. Es ist einfach naturtrüb, es ist einfach so naturbelassen. Ich trinke es gern, weil es vollmundig schmeckt und man kann es einfach gut trinken an kühlen Tagen. Es wird ein warmer Tag, egal was für Jahreszeit ist. Anna ist sicherlich eine Exotin in ihrem Berufsstand, obwohl das nicht immer so war. Unter ihren nur männlichen Kollegen spielt dieser Umstand keine Rolle. Also ein Unterschied ist da jetzt überhaupt nicht. Und ich sage es eher ungewöhnlich, dass es doch noch so wenige Frauen in der Branche gibt. War doch Bierbrauen auch im Mittelalter eigentlich eine rein weibliche Tätigkeit. Also Frauen kommen zum Bierbrauen.